das tatsächlich überhaupt gar nicht. Boah, Bild noch überall, das geflasht. Ich weiß nicht, ob das so annähernd zutrifft. Ja, das will ich nicht wissen, was das mal war. Boah! Fuck! Oh, das piept alles, ey. Junge. Direkt rein ins Geschehen. Kein großes Intro. Nein. Rinder. Wieder. Oder was machen wir hier wieder? Crazy shit. Hier drin ein bisschen leiser sprechen, denn wir sind mitten im Wohngebiet und haben hier eine richtige Perle gefunden, wenn man sich das anguckt. Also da bedarf es keiner Worte. Hier ist wirklich alles noch irgendwie da. Hier vorne muss ich aufpassen. Da geht es direkt auf die Straße raus. Aber ich hoffe, man erkennt trotzdem ein bisschen was auf der Kamera. Hier haben wir einen Esstisch. Hier wirklich noch Gläser, eine Uhr, oh, Bild noch ein uraltes. Hey, das ist wirklich vollkommen abgefahren. Wenn wir jetzt hier noch ein Stück weiter gehen. Hauptlängerbereich und da steckt sogar noch der Haustürschlüssel. Krass, echt heftig. Na gut, Toilette und dann noch ein wow. Übel ein riesiges Badezimmer. Lockenwickler, all solche kleine Details. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Geflasht. Ich weiß nicht, ob das so annähernd zutrifft, aber das bin ich gerade. Sind nochmal Schlüssel drin. Das ist so eine kleine Kommode. Ich glaub's nicht. Da liegen Unterlagen. Bilder, irgendwie eine Schatulle noch. Ja, da sind noch Kassetten drin. Hey, was für ein Schmuckstück.
Ja, das will ich nicht wissen, was das mal war. Als ob wirklich die Menschen mir da alles stehen und liegen gelassen haben. Muss ich dazu noch viel sagen? Ich habe mal zwei Bilder über dem Bett hängen. Da hängt noch Kleidung. Und noch ein Kleiderschrank. Das war noch richtig schön und richtig fein. Hier auf der Kommode ist noch, was war das mal, so Hygiene, da ist noch Parfüm, irgendwie so eine Seifendose noch. Lass uns mal hier in diesen Schrank reinschauen. Ey, der Wahnsinn. Das ist wirklich, ja, überheftig. Nicht mehr normal. Aber noch ein Kreuz, so ein kleines, aber feines Detail. Und ansonsten eine, boah, richtig blumige Tapete. Und ein Zimmer nebendran. Auch nochmal so ein Schlafzimmer. Aber komplett anders eingerichtet. Hier ein riesiger Holzschrank. Schön verziert auf jeden Fall. Also ein komplett anderer Einrichtungsstil. Das Bett sieht anders aus. Die ganzen Möbel auch hier. Haben aus links und rechts schön verziert. Mir bleibt immer noch die Spucke weg. Noch eingepackte Kleidung. Nachthemden. Irgendwie Unterwäsche noch, Schlafanzüge. Oh, nochmal Papierkram. Was ist das? Was haben wir da? Ein Telefonbuch. Das war der Schlüssel. Jo. Naja. Sieht man ein bisschen schlecht. Hier, Telefonbuch im Hellen. Briefe, Unterlagen, Papier. So wie es gehört. Ja, der fühlt und fühlt und schon was aufgerissen. Also nochmal ein Stockwerk höher. Bedarf es nicht vieler Worte hier oben. Zum einen Dachboden, zum anderen, ihr seht es ja selbst, alles irgendwie so ein bisschen eine leichte Rumpelkammer. Da liegen Ordner, was sehe ich dann noch? Ein Sessel, irgendwie ein Tisch. Bücher, dann haben wir da noch Schuhe. Haben wir hier direkt vor mir auch noch irgendwelche Unterlagen. Aber das sieht sehr, sehr durchwühlt aus. Ja? Die Lampen hier neben.
nebenan. Oh, ey, fuck. Da war eine Katze. Da ist eine Katze. Junge. Ah, und dann hier noch der letzte Raum. Irgendwelche Schranke. Schranke. Spiegel. Schranktüren und naja, Rumpelkammer eben. Ich würde sagen, gehen wir nach dem kleinen Schock mit der Katze wieder runter und ja. Fenster? Mhm. Na gut. Nicht der Topf. Ja dann. Ein bisschen verwumpelt, aber geht. Hä? Verrumpelt? Junger Vater. Boah, das riecht ganz übel hier drin. Na ja, komm schnell rein. Das ist jetzt Teil 2. Aber ich sehe schon. Das Ding ist. Rauch haben wir gewohnt. Ja, ganz nice, so eine Bar auf jeden Fall. Das ist so. Richtige, muss man sagen, nicht mehr so fein wie das andere. Ja, das ist doch so ein bisschen mein Messi-Bude. Ja, so eine Messi-Bude. Da liegt ja alles rum. Ja, schon krass. Einmal hui und einmal pfui. Ohne Worte. Also,
schnelles Outro. Gebt dem Video Daumen nach oben. Beim René auch vorbeischauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt flitzen. In der Hoffnung, dass alles gut geht. Und tschüss.